jetzt ungünstig. Ich glaube sogar, da ist ein kleines Loch oben. Ja, das ist, glaube ich, ein kleines Guckloch da oben. Ja, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Bin wieder da. Ja, Marcel, bist du noch in der Nähe? Momentan, ich bin gerade zu Hause, wieso? So wieder. Naja, hier kam eben eine ganze Ladung Bruchsand runter. So schnell konnte ich gar nicht. Ich habe bloß einen Stich gemacht, weißt du, um die Erde wegzumachen. Und jetzt sieht das so aus wie so ein Trichter hier über mir und da ist oben so ein kleiner Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Loch ist oder nicht. Okay, warte, das gucken wir uns gleich an. Weißt du, da wo ich jetzt stehe, da wo mein Punkt zu sehen ist. Ich gucke gerade nach oben. Okay, dann stell dich mal unter dem Punkt, genau. Ja, hab ich, Das ist vollkommen richtig, dann finde ich das nämlich leichter. Und dann, wenn da ein Loch sein sollte, dann mache ich es einfach zu. So. Ach so, dazu müsste ich dich ja erstmal wieder Ach ja, markieren. du, wir sind ja, stimmt ja, du bist ja, wir sind ja rausgeflogen. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn man die anderen markiert, dann fliegt man eher raus, als wenn man das nicht macht. Ja, das kann sein. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil das ist ein ganz kleiner Punkt da oben. Hast du Stein weggemacht über dir? Nee, da war, da über mir ist ja eigentlich Erde, ne? Damit ich die Deckenplatten machen kann. Du bist direkt unterm Regal im Waffenladen. Das ist ja geil. Ja, direkt unterm Regal. Da kann ich nichts sehen, nichts machen. Alles klar, dann ist ja alles gut. Dann weiß ich nicht, was da durchschimmert. Wahrscheinlich, das ist da Licht drin in diesem. Im Waffenladen? Ja, ich denke schon. Also hier Ja, das vor. kann sein, dass das dann vielleicht durchschimmert oder so, weißt? Ja, ist vielleicht dieser Automat. Ja, das kann sein. Dann, wenn du sagst, es ist da beim Regal, dann kann ja nichts passieren, dann kann ja nichts einstürzen oder so. Nö. Aber ich höre dich ganz deutlich. So, jetzt wollte ich natürlich noch mal was gucken. Du hast ja hier schön auch ein bisschen was frei gemacht. Du meinst den Rasen weggemacht da, oder was meinst du? Genau, du hast ja schön Rasen weggemacht. Ja. Ich bin am Überlegen, dass du mal was anderes machst und wir mal was anderes machen, dass ich hier einfach mal schon den Irrgarten aufbaue und du mal ein bisschen drin rumläufst und ich stelle das so hin, dass ich das von oben beobachte, wie du da durchläufst. Und umgekehrt kannst du das natürlich dir auch genau mal angucken, wenn du da Bock drauf hast.
Ja, lass mich das Bus noch hier schnell. Ja, alles gut. Ich brauche einen Moment, um das aufzubauen. Das sind jetzt 15. Oh, das wird schon richtig groß. 6. Ja, da werde ich leider so ein paar Büsche wegnehmen müssen, denke ich. Naja, für den, das ist ja für einen guten Zweck. Was liegt denn hier noch rum? Was ist das denn? Ist das noch Bruchsand? Tatsächlich. Okay, jetzt drückt er natürlich den Boden ein bisschen nach unten. Ja gut, das ist aber normal. Das Gute ist ja, Das kennen wir ja nun schon. genau, das Gute ist ja, man kann es einfach wieder wegnehmen. Nee, hier brauche ich den Erdbohrer. So, das Gute ist ja, bei so einem Labyrinth, man kann. Ah! Hanni, ich höre es schon. Lebst du noch? Ja, alles gut. Oh, dieser Isacher, das ist Kacke mit dem Bruchsand. Also der Deckenbau gestaltet sich auf dieser Ecke hier sehr schwierig. Ist nicht wahr, Alma? Was kommt die jetzt dahin, wo du baust, oder was? Ja, die kommt jetzt tatsächlich dahin, wo ich baue. Oh, zwei Almas. Die eine ist schon ihren Kopf los. Zweite schläft auch. Karl Ich ist glaube, die auch. mögen das. Ich glaube, die mögen das nicht so recht, wenn man irgendwo was hinklüppelt. Oh, Spider-Typ dabei, mehrere. Wenn du Hilfe Okay. brauchst, musst du sagen. Nö, alles gut. Ja, die Spider-Typen habe ich halt mit der 9 mm lang gemacht hier, mit der MP, mit der ich die ganze Zeit rumlaufe, und die anderen so. Mit Messer wieder, ne?
Ja, hauptsächlich spart ja doch ein bisschen Munition, ne? Ja. Und das, was ich meine, selbst wenn du baust, dann kommen die an, ne? Ja, das ist schrecklich. Dabei habe ich noch nicht mal wirklich was gebaut, weil das ist so leicht zu zerstören, was ich da gemacht habe. Ja, deswegen kommen sie wahrscheinlich auch. Meinst du, die wollen das alles kaputt machen, ja? Vielleicht wollen sie keine Sehenswürdigkeiten hier haben. Ja, das weiß ich nicht so genau. So, hier ist wieder Bruchsand. Vorsichtig. Oh, Gott sei Dank. Es ist noch nichts passiert. Hab gerade versucht, einen Heuballen hinzustellen, ne? Kaputt gegangen. Wie kaputt gegangen. Der ist runtergefallen und kaputt gegangen, weil da ein kleiner Kiesel unten lag. Ein kleiner Kiesel. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt hier eine Ebene, habe ich jetzt gezogen. Und jetzt kann man hier irgendwo einen Block rausnehmen. Das sieht doch schon ein bisschen nach Irrgarten aus. Man denkt ja immer, diese 500 Blöcke sind viel, aber so viel ist das gar nicht. Nö, nicht unbedingt. So, das sieht doch schon mal gut aus hier. Nee, das ist jetzt Quatsch hier, was ich gerade gemacht habe. So. So, dann machen wir hier mal den Ausgang.
Sie hat schon wieder Hunger und Durst. So, aber hier fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, okay. Das wäre dann der Irrgarten. Ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Das Ne? ist gut. Das nur noch so nebenbei. Hier machen wir mal eine Verknüpfung, dass man nicht nur von einer Seite irgendwie rumkommt. Das ist sehr gut. Natürlich. Was du? Erdbau reparieren, ne? Oder? Okay. Das war jetzt nicht so schlau. Bin nämlich ohne Anlauf gesprungen. Okay. Mit Anlauf geht's. Ne? Ja, wir hatten es ja von Anfang an angekündigt, dass wir da, na, was heißt von Anfang an, aber irgendwann hatten wir gesagt, wäre ja cool, wenn wir ein Labyrinth bauen würden. Und deswegen machen wir das einfach mal. Mal gucken, wie lange das hält. Ja, also wir müssen es nicht unbedingt zwangsläufig reparieren, sage ich jetzt mal, aber einfach mal, um zu zeigen, dass man das kann. Ne? Und Ja, das ist richtig. wie das aussehen kann. Ich frage mich nur, ob die da beigehen, alleine auch, oder... Das weiß ich jetzt nicht. Oh, jetzt sehe ich es nicht. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir denn alles aufgebaut? Okay, da ist was. Oh, cool. Also ich finde es cool.
Ja, Hanni, wenn du Bock hast, kannst du schon mal einsteigen ins Labyrinth. Ne, da kommst du mal unten nach raus und siehst mal ein bisschen was anderes. Ja, geht gleich los. Ich muss auch die letzten Dinger hier, die ich noch habe, setzen und dann. Also ich denke, das ist mir schon relativ gut gelungen von der Form her. Paar Irrwege mit verbaut. Vom Prinzip her kann man so ein Labyrinth auch logisch lösen, wenn man da durchläuft. Und zwar kann man das auf zwei Weisen lösen. Das ist total einfach. Ja. Entweder, wenn du da drinne bist, du gehst immer mit deiner rechten Seite an der rechten Wand entlang. Also immer außenrum. Irgendwann machst du ja, wenn du jetzt hier so gehst, hast du die Wand rechts. Dann gehst du hier rechts immer weiter rum. Hier immer rum und hier immer rum. Und so gehst du alle Kanten ab und irgendwann kommst du zum Ausgang. Garantiert. Oder du machst das zur anderen Seite. Das sind die zwei Lösungswege. Ganz einfach. Klappt immer. Es sei denn, man verhaspelt sich und dreht sich dann doch zur falschen Seite. Dann muss man wieder von vorne anfangen. Ist aber nicht weiter tragisch. Da bin ich mal sehr gespannt. Also im Kreativmodus haben wir was Ähnliches gebaut. Nur nicht ganz in der Größenordnung und auch ein bisschen anders. Also nicht mit Heu, weil da haben die Gegner das zu oft kaputt gemacht. Das war mir zu blöde. Ja, stimmt, da, was hattest du da Holz, ne? Da hatte ich. Nee, ich glaube, ich habe später sogar Beton gemacht und oben diese Eisenstangen, dass man drauf rumlaufen und gucken kann. Weißt du, wenn einer da unten durchkriecht. Ja, aber das werden wir auf jeden Fall noch zeigen. Also da sind ein paar schöne Sachen rausgekommen, die wir auf jeden Fall noch zeigen wollen. Das eine oder andere hat Hani auch noch nicht gesehen. Nee. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. So kann man sich dann auch ergänzen. Und es ist dann auch wieder was Neues für einen selber. Ne, deswegen war ich da jetzt auch nicht so dolle gucken, was Hani da so macht, weil Hani hat sicherlich auch das eine oder andere Projekt da. Wobei meine, naja, Nee, ich war da Zeit. seitdem nicht mehr drinne. Ne, naja, gut, du Oder was warst meinst du? hauptsächlich bei der Scheune. Ne? Warst du ja Ach tätig da so, in. ja, da bin ich ja noch nicht so weit gekommen. Und ich habe ja nun ein bisschen mehr gemacht. Ich habe aber auch noch andere Sachen, andere Ideen im Kopf, die ich einfach umsetzen wollte und auch zeigen wollte. Ja, und das machen wir definitiv noch. Ja, weil es da diese weißen Wände gibt. Weil ich da in der Scheune diese Tapete, die ist so hässlich. Und ich sag mal so, im Kreativmodus kann man Sachen austesten. Man hat zwar nicht alles zur Verfügung im normalen Modus, aber man kann da so ein paar Sachen rausfinden und testen, dass man die dann hier auch baut. Ja. Wie war das mit dem Tisch und der Platte, ne? Was ich da oben habe bei der Selbsthilfegruppe. Ja, das habe ich vorher auch im Kreativmodus erst Ach ja, rausgefunden und ausprobiert. Wobei ich im Kreativmodus dann eher so Geschäftsglasscheibe oder sowas nehmen würde, weißt du? Oder Ja. Sowas in der Richtung. Ne, eine schwarze Glasscheibe auf so einem weißen Tischbein. Ja, das wäre schon recht stylisch. Ja, das ist schon gut. Ja, zweite Ebene, Hani, habe ich schon aufgebaut soweit. Von dem her. Okay, soweit konnte er jetzt nicht hüpfen. So, jetzt bin ich mittendrin. Irgendwo ging es hier raus.
da lang. Nee. Testen wir das gleich mal, was ich gesagt habe, ne? Ja. So, immer hier in der Kante lang, zack, zack, zack. Immer die Wand links mit lang nehmen. Und irgendwann kommst du zwangsläufig zum Ausgang. So. So. Hier rein. Ah, ich bin draußen. Schön. Nee, bei dieser Größenordnung, da merkt sich doch keiner mehr, wie man da gehen muss, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir auch Es nicht sei denn, vorstellen. jemand hat ein gutes Gedächtnis. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht darum, 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 darum. Okay. Sehr gut. Ich sehe hier irgendwelche Grafikschnipsel. Grafikschnipsel? Ich kann es nicht besser beschreiben. Zu finden. Okay, das ist auch gut. Munition. Schön. Das Einzige, was so ein bisschen nachteilig ist, an diesen Heuballen, da hält nichts. Ne? Da kannst du noch nicht mal ein Bild anhängen oder sowas. Gar nicht. So, Kannst ja ein Heuhaus bauen, denn ja, siehst du, das geht gar nicht. Kannst du nichts hinmachen. Kein Bild, nichts. nö. So, das fliegt jetzt alles mal weg. Tabletten auch hier. Ich frage mich, wozu es die Dinger hier überhaupt gibt. Die Heuballen. Deko. Also zu mehr taugen sie ja nicht, oder? Also vielleicht irgendwas verstecken, weißt du, Sichtschutz oder so. Schallschutz vielleicht. Weiß ich nicht. Bin schon wieder drin. da nicht. Nee, da auch nicht. Oh, da geht's raus. Jetzt bin ich aber woanders raus. Also, mir macht's Spaß, zwischendurch mal ein bisschen kreativ zu sein. Das ist in Ordnung. Jo. Und wie sieht's bei dir aus da unten? Ich habe noch 27 Dinger hier auf Tasche, die verbaue ich jetzt noch. Ich meine, ich habe noch ein paar Stacks auf Tasche, aber das mache ich nicht mehr jetzt. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu zeitaufwendig, ne? Das Ganze noch. Ach na, ich könnte das hier auch noch ewig aushalten unten, weil und das fertig Echt? kriegen, weißt? Ja, naja, wenn du was fertig ist, ist es fertig. Wenn du einmal bei bist, bist du bei.
So. Ich finde schon wieder Zeug zum Lesen. Ja, der Weg ist jetzt schon ein bisschen weiter wieder nach draußen. Ja, finde ich aber cool. Schön, dass es vorangeht. Schrotflintenläufe, was ist das hier? Pistolenteil weg. Raketenteil, Werferteil kann auch weg. Da haben wir einen guten. So, dann machen wir die Luke mal wieder zu. Und dann packen wir mal das Benzin da rein. Und was hatte ich hier noch? Ein bisschen Beton. Und die Eisendinger hier, die Stahlbürste, meine ich. Jetzt kriege ich mein maximales Leben wieder, ja. Okay. Schön. Ich muss mal langsam meine Werkzeuge hier wieder reparieren, das ist ja furchtbar. Geht schon alles, das ist schon alles fast kaputt hier. Okay. Also von der Wertigkeit können wir es ja auch wieder zusammentun und dann wieder auf 600 bringen. Hatten wir ja auch schon gemacht. Sollte man regelmäßig machen, ne? Mehr Blockschaden und so weiter. Ah, so, also, okay. Jo, das Feld habe ich jetzt 15 mal 15 groß gemacht. Okay. Das ist schon eine ganze Menge, was ich hier verbaut habe. So, hier zum Beispiel wäre ein Eingang, aber du kannst auch gerne von oben gucken. Finde ich aber gut. Sehe ich genauso. Passt hier richtig schön hin. Hui. Na, traust du dich da mal durch? Nee, ich lasse es lieber. Dann schieße ich mir nachher noch durch das Heu da. So, jetzt werde ich mal schnell noch was testen. Was testen?